Baustand Modellbahnanlage im Oktober. Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Bahntassi. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie weit ich mit meiner Modellbahnkelleranlage vorangekommen bin. Ich möchte euch auch zeigen, was ich als nächstes vorhabe und ich möchte euch zeigen, wo es hingehen soll. Bevor wir den Rundgang starten, möchte ich euch nochmal Danke sagen für diese gute Unterstützung, die ihr in den letzten Monaten geleistet habt. Wer mein Projekt weiterhin unterstützen möchte, ist eingeladen, auf meinem Shop vorbeizuschauen. In meinem Shop gibt es viel neue Sachen. Das Sortiment ist sehr stark gewachsen. Da ist bestimmt auch was für euch dabei. Schaut gerne mal vorbei und ich würde sagen, genug geredet, wir starten unseren Rundgang. Wir starten an meiner Großbaustelle den Bahnhof und hier seht ihr ein paar umgedrehte Weichen. Die muss ich nachlöten, weil da gibt es Probleme mit den originalen Lötfähnchen, die da dran sind. Diese Lötfähnchen haben Kontaktschwierigkeiten und deswegen werde ich die einfach umgehen. Kommt aber alles noch. Hier steht ein Metropa-Wagen rum, den kennt ihr schon aus anderen Videos. Und da mein Doppelstockzug, der wartet auch auf seinen Einsatz. Den bekommt er dann auch gleich. Und dann kommen wir zu einer nächsten Baustelle, das sind meine Weichen. Die Weichen haben noch Kontaktschwierigkeiten, diese Federn da, weil da ist zu wenig Druck auf den Gleisen. Es kann passieren, dass die Züge stehen bleiben, einfach nur, weil zu wenig Kontakt da ist. Dann geht es weiter in den Gleisbogen hinein. Da habe ich ja meine Gleisbogenüberhöhung eingebaut. Das Video kann ich euch gerne dazu verlinken. Seitdem fahren die Züge viel schöner hier durch. Und dann geht es weiter in Richtung Schrank und im Schrank sieht es im Moment so aus. Da sind die Gleise, da hinten kommt dann die Abfahrt in den Schattenbahnhof hin. Da ist noch ein bisschen was zu tun, wie ihr seht. Da ist die Ausfahrt. Dann geht es im zweiten Schrank weiter und dann auf das nächste Brückensegment. Da ist dann die Ausfahrt aus meinem Schrank und hier wieder die Abfahrt in den Schattenbahnhof. Und das Brückensegment, was dann in Richtung zweites Schwerlastregal führt. Hier am Schwerlastregal habe ich dann die ersten Schaltgleise, die den Bahnübergang steuern sollen. Die gelben Kabel da unten, die sollen im Prinzip dann das Schaltsignal an den Bahnübergang weitergeben, dass die Schranken geschlossen werden und dass die Blinkelektronik arbeiten kann. Vom Schaltgleis dann geht es weiter Richtung Bahnübergang. Der Bahnübergang wird ungefähr so 2 Meter entfernt von den Schaltgleisen sein. Da hinten sind die Schaltgleise und hier kommt der Bahnübergang hin. Und vom Bahnübergang, hier sieht man nochmal die Einspeisung, die ich zwischendurch gemacht habe. Und dann geht es weiter Richtung Gebirge, wo dann später auch meine Festung sein wird. Hier sehen wir den SVT, der wird dann auch noch fahren. Und ja, hier ist dann alles eigentlich unterirdisch, das heißt, das wird ein Tunnel sein und da hinten geht es dann weiter mit einer Kurve zurück auf das Segment, was Richtung Bahnhof führt. In dieses große Loch kommt die zweite Abfahrt in den Schattenbahnhof hinein. Das wird eine Oktagon-Gleiswende werden. Die Planung dazu gibt es schon ein Video. Es geht dann halt nur noch um die Umsetzung, aber das kommt alles mit der Zeit. Da habe ich dann auch geplant, noch die Abfahrt in den Schattenbahnhof zu machen, aber kommt Zeit, kommt Rad, kommt Frühling. Und hier dann geht es auf den Bahnhof drauf. Der Bahnhof, naja, gut, wie ihr seht, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig. Da ist noch viel zu tun. Aber das kommt alles noch. Ja, ihr seht jetzt hier noch so ein bisschen die Kabel wild rumhängen. Das hat halt den Hintergrund, dass ich jetzt damit begonnen habe, hier eine Art Ringleitung zu installieren. Das heißt, ich werde hier komplett digitale Leitung einmal rundherum ziehen, dass ich einen Kreis habe. Der ist zwar noch nicht geschlossen, aber da arbeite ich gerade dran. Die roten Kabel sollen mir nur die äußere Schiene zeigen und das schwarze Kabel ist die innere Schiene. Das heißt, damit habe ich eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Bahnen oder Schienen. Das weiße Kabel ist für die Polarisierung der Herzstücke der Weichen und im Moment muss man halt aufpassen, in welche Richtung der Zug fahren soll und dann kann man dann im Prinzip dann umstecken. Die Ringleitung geht wie gesagt einmal ringsrum. Ich habe euch jetzt gezeigt, an welchem Punkt ich stehe und wie versprochen lasse ich jetzt die Züge nochmal fahren. Gut, beide Züge sind bereit. Hier fahren noch die Triebwerke hoch. Und dann lassen wir sie mal fahren.
Mit Spielspaß geht dieses Video nun zu Ende und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare oder wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, schaut in meinem Shop vorbei. Da gibt es garantiert etwas auch, was für euch interessant wäre. Tschüss und bis bald, euer Andi von Badassi. Ciao.